sorgt nur dafür, dass wir bald nach. Hallo Freunde, willkommen zum dritten Teil von Skyrim. Wir haben es hier in die Kneipe geschafft. Von Flusslauf. Oh yeah. Das ist der Barde, den lauschen wir. Ein paar Sekündchen, aber schon rum. Schon vorbei. Oh, was hat denn der Finger in den Augen? Oh je, Orgnar. Was ist los? Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Aha. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Gute Mann, gute Mann. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Okay. Töte den Banditenanführer in Redorans Zuflucht. Ja, cool. Die Gerüchte gehört. Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Okay, mehr Gerüchte. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Okay. Bei Lucan im Flusswald Handelskontor haben sie neulich eingebrochen. Seltsamerweise wurde kaum etwas gestohlen. Okay, Lucan im Handelskontor, da können wir mal gucken, oder? Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Oh je. Yeah. Niemand vertraut diesen Magiern in ihrer Akademie im Norden. Nur die Götter wissen, was sie dort tun. Das war's mit Gerüchten. Okay. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Wollt ihr euch in die Luft stellen? Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Okay, in Winterfeste. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Bis zum nächsten Mal. Ja, cool. Aber ich möchte doch was verkaufen. Getränke für die Durstigen, was kaufen. Speisen für die Hungrigen. Gegenstände über dem Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören die. Alles klar. Was habe ich? Essen. Oh yeah. Na gut. Das behalte ich mal alles, zumal es ja kein Gewicht hat, gell? Das hat hier alles keinen Wert, das ist auch okay. Was haben wir allgemein? Also mehr kann ich da gar nicht kaufen, oder was? Okay. Kann ich das Alchemielabor benutzen? Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Nö. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Etwas Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Okay. Bis zum nächsten Mal. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorik Stadt. Komm, lass mich vorbei. Groß reden schwang er die Klinge gezückt. Er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Doch still ward der Rote, kein Wort mehr sagt. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Dankeschön. Na, ich such's Alchemielabor. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Naja, macht ja gerade ja was anderes, oder? Braucht ihr eine neue Klinge? Nein. Ja. Jetzt Alchemielabor benutzen. Okay, aber ja, nur benutzt. Jetzt verpiss dich, mein Junge. Ab geht's. Pack dich! Okay, Tränke und Gifte, indem ich zwei oder mehr Zutaten, die eine gemeinsame Wirkung verfügen. Okay, jetzt. Okay, Zutaten, was haben wir? Bärentatzen. Machen wir mal das, wo wir viel haben. Was haben wir viel? Hier Thistlebranch. Machen wir Thistlebranch mit. Thistlebranch. Okay, hier Thistlebranch mit. Und was haben wir viel? Mit Blue Mountain Floor. Kommt sofort. Unknown Effect. Herstellen. Platz 12. Ich brauch noch ein Blue Bier. Mountain Floor mit Red Mountain Floor. Ihr hattet schon mehr als genug. Super. Außerdem habt ihr das letzte Floor noch nicht bezahlt. Ja. Ich werde ein paar Münzen für euch finden. Wie immer. Thistlebranch mit Red Mountain Floor. Gibt es für euch.
Fliegenpilz mit this branch. Ach, ganz toll. Spinnenei mit Pflaumenschmetterlingsflügel. Ja! Hihihi. Erschaffen Gift. Magika Regeneration senken. Entdeckte Gifte. Magika Regeneration senken bei Butterfly Wing. Und senken bei Spider Egg. Ausdauer senken. Ausdauer senken. Ja, geil. Okay, jetzt. Blue Mountain Flower. Mit. Oh Mann. Ja. Geil. Beschwörung verstärken. Entdeckte Effekte. Beschwörung verstärken. Und Beschwörung verstärken. Ja, gut. Ah, und jetzt habe ich die hier. Ja, cool. Müssen wir noch weiter. Weiter üben. Magika Regeneration senken. Oh, ich hätte die Worte schon gehabt, oder? Naja, okay. Ja, ich habe richtig hier was gemacht. Ist ja geil. Ja, ich habe Alchemie betrieben. Ja, guckt euch das mal an. Ich werde ein ganz großer Chemiker. Ein Alchemiker. Oh je. Yeah. Okay, was haben wir? Zaubertränke. Frostbite Venom. Ein blutstockendes Gift, das Gesundheit und Ausdauer 4 Sekunden lang 5 Schadenspunkte zufügt. Okay, Gift. Okay, klasse, cool. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier ein paar Quests abgeholt. Dann haben wir Alchemie betrieben. Und jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Oh, es ist Nacht. Scheiße. Und ein Gewitter auch. Okay, nee. Ich möchte lieber ein bisschen tagsüber sein, ein bisschen knacken. Wir haben Zimmer und Essen. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Gib mal. Ne? Achso, was für Zutaten haben die? Hat der? Boah. Der hat sogar ein Daedra-Herz. Wo hat denn der ein Daedra-Herz? Ja. Na toll, also kriegt das Fett her? Wo ist die Tante? Hier in Flusswald kommen nicht viele Reisende vorbei. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird... Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Danke. Das Zimmer? Schlafen, Bett fremd, na toll. Schlafenbett. Gut. Okay, jetzt ist es 12 Uhr. Wir stehen auf um 7 Uhr. Okay. Gib mir ein Humpenbier. Hm. Komm sofort. Um die Uhrzeit ein Humpenbier? Und ich verarscht, oder was? Ey, ein Humpen. Ein Humpen. Morgens ein Humpen, ne? Verrückt, ey. So, okay. Wir müssen aber jetzt die Rüstungen loswerden. Ist auch kein Schwein da, gell? Aber vielleicht beim Handelskontor?
Svens und Hildes Haus. Nee, was ist das hier? Das könnte Handelskonto sein, oder? Ja, der Flusswaldhändler. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Huh? Sag doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Na, geht schon. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ist was passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Okay. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Genau, könnte ich. Ja, klar, selbstverständlich. Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich. Das haben wir doch schon gesehen. Je eher ihr die Klaue... Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Mhm. Also ich möchte verkaufen. Vor allem Eisendolch, jawohl. Eisenkriegshammer. Ja, Eisenschwert weg. Eisen, was habe ich eigentlich? Ich benutze den Eisenstreitkolben manchmal. Aber kaiserliches Schwert auch. Hm. Stahldolch auch weg. Den Eisenkriegshammer. Hm. Weg. Weg, weg, weg. Bekleidung. Okay, beschlagene Rüstung. Weg. Eisenschilden finde ich cool. Machen wir auch weg. Feldstiefel weg. Leichte Armschienen fort. Silberner Granatring. Ja komm, ich lauf rum als Kaiserlicher ein bisschen, das passt schon. Das Gift verkaufe ich mal schön. Ja, sauber. Klasse. Ah, da habe ich jetzt nicht arg viel. Zauberbuch. Funken, okay. Hm. Sonstiges, das behalte ich alles mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt Achtung, Objekte. Was haben wir mit diesen Büchern? Gelernt Funken. Ja, cool, nämlich. Jetzt Kopfgeld. Kopfgeld im Namen von Balgruf, der Ältere. An alle fähigen Männer und Frauen von Weißlauf. Die Banditen in Redorans Zuflucht belästigen, berauben und attackieren Bürger wie Besucher. Wer ihren Anführer tötet, wird eine Belohnung erhalten. Proventus Avenici. Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Ach, bei den acht. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Hier entlang. Hier entlang. Ja, okay, komm. Dann geh mal, bringt ihr mich jetzt da raus, oder was? Ah, dann. Nix wie raus. Kochirae. Diese Richtung. Kochirae. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Die hier entlang.
Okay. Unsere erste. Hier entlang. Okay, danke fürs Gespräch. Unsere erste Aufgabe wird also dann uns zum Ölsturz-Hügelgrab führen. Ob ich euch mit Sven habe reden sehen? Vielleicht nicht. Vielleicht. Ach, egal. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Was ist los mit Sven? Er ist ein Barde, sagt er zumindest. Den Barden haben wir ja gesehen schon. Zeit, seine Arbeit hier in der Mühle zu erledigen. Er glaubt, seine Balladen und Sonette würde Camilla Valerius dazu bewegen, ihn zu heiraten. Als ob sie ihm jemals das Ja-Wort geben würde. Eine intelligente und wunderschöne Frau wie sie würde niemals auf diesen Unsinn reinfallen. Hoffe ich. Okay. Ihr hofft, das klingt nicht wirklich sicher. Ich habe nachgedacht. Vielleicht braucht Camilla einen kleinen Anstoß, um Sven als denjenigen zu sehen, der er wirklich ist. Könntet ihr ihr diesen Brief geben und ihr ausrichten, er sei von Sven? Ich glaube, ich habe die mangelnde Intelligenz dieses Nord perfekt getroffen. Oh je. Ich zeige euch, was ich weiß. Nee, lass mal. Lebt wohl. Ich soll also der Camilla den Brief geben, ist er das nicht? Das ist er doch. Aber ich habe den Bart in der Kneipe gesehen. Erstmal reden wir mit dem, wenn das der ist überhaupt. Weiß schon, keine Ahnung. Aus dem Weg, Fremdling. Feendahl glaubt, er kann mir Camilla Valerius absperrend machen. Entschuldigung. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Ach komm, ich mach keinen. Ich bin schon ehrlich. Was denn? Der Elf versucht sich am Betrug? Wie schockierend. Als würde ich so ein hohles Geschwätz schreiben. Wie wäre es, wenn wir den Spieß für Feendahl umdrehen? Hier. Ich musste einfache Wörter verwenden, aber dieser Brief dürfte Camilla davon überzeugen, dass er von ihm ist. Oh je. Naja. An der Bardenakademie in Einsamkeit. Dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet. Wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Er ist der Direktor. Okay, cool. Wirklich? Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Wir bitten ihn jetzt um nichts. Das wäre bestimmt also dann so ein Liedspiel. So, aber die Camilla, da müssen wir uns jetzt mal unterhalten. Naja. Was? Wo ist sie hin? Gehen wir mal hier rein, ob sie da drin ist. Ma, ihr seid ein strammer junger Mann. Lasst euch mal wieder sehen. Oh, muss ich mich jetzt entscheiden? Ich hätte die beide an die Wand genagelt, ey, ganz ehrlich. Blödsinn, machen wir das hier. Wovon redet ihr da? Was ist das für ein Brief? Meine Güte. Er wollte mir weismachen, dass Feendahl das geschrieben hat? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Könntet ihr auch mit Feendahl reden? Sicher will er euch auch danken, dass ihr für ihn eingestanden seid. Viel Glück. Lucan und ich warten im Laden auf euch. Okay, oh je. Bei mir das Sven eigentlich jetzt lieber war, aber ich sag mal so, der Feendahl. Gebt mir... Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte, nehmt das. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. Ja, okay, er könnte aber mir auch lieber 25 Gold, super. Geht voran. Cool.
gut, Fender kommt mit. Okay, Finder. Hör mal zu. Wir gehen jetzt auf die Jagd nach diesem Hirsch. Von einer leicht erhöhten Position aus. In Stücke reißen. Oh, wir haben es geschafft. Klasse. Ja, mal Pfeil wieder mit. Immer schön die Pfeile einsammeln. Danke, Finder. Guter Mann. Ja, geil. Kann man nicht auch Elchgeweih oder so mitnehmen? Hm, okay. Also, jetzt Moment. Jetzt müssen wir aber mal geschwind noch Bekleidung zu den Favoriten nämlich hinzufügen. Hinzufügen. Okay. So, okay. Ich würde gerne wissen, ob man hier die Fische auch so pflücken kann. Das wäre schon geil irgendwie. Aber ich glaube, die gehören nur zur Grafik. Okay, Fendal, wir gehen jetzt ins Ölsturz-Hügelgrab. Achso, das Fertigkeitsmenü, um eine Stufe aufzusteigen. Okay, oh je. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magika oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Mhm. Oh je. Mal Gesundheit. Okay. Was möchte ich verbessern? Moloch. Steigert den Rüstungswert schwerer Rüstung um 20%, ist aber hart. Oh, da können wir richtig Fettrüstung dann kassieren, gell, wenn wir das machen. Halt. Blocken. Blocken ist 20% wirkungsvoller. Mhm. Zweihändig? 20% mehr Schaden. Wow. Einhandwaffen 20% mehr Schaden. Schießkunst? Bögen 20% mehr Schaden. Leichte Rüstung. Okay. Schleichen ist nicht meins. Schlossknacken ist immer noch auch nicht meins. Was macht Alchemie? Aber. Alchemie. Wirkungsvoller. Mhm.
Illusion. Stahlrüstung und Waffen in Schmieden herstellen, doppelt effektiv machen. Oh je. Es ist schon gut. Aber ich glaube, ich mache mal die schwere Rüstung. Na gut, nee, ich tue das mal noch aufbewahren. Mal gucken. Jetzt gehen wir mal hoch. Okay. Erkennt ihr meinen Knopf hier? Machen wir mal so. Ihr da, Bürger, der Zutritt ist hier verboten. Ihr behindert die kaiserliche Staatsgewalt. Also werdet ihr zur Strafe ein Bußgeld von, sagen wir mal, 100 Goldstücken bezahlen. Her damit, Bürger. Was? Na schön. Wenn ihr kein Geld habt, bezahlt ihr mit eurem Leben. Ja. Das ist aber eine Überraschung. Ausgesucht. Fuck. Aber kein Problem, kein Problem. Den mach ich platt. Oh ja, Baby. Den mach ich platt. Sorry, aber den mach ich alle. Geht ja gar nicht. Sorry. Das geht ja gar nicht. Probieren wir es mal anders. Und zwar, wir probieren es mal mit... Rechts die Flammen, links die Heilung. Oh ja. Fendal noch da? Gut. Ihr da, ja? Bürger, der Zutritt ist hier ver... Ihr behindert die kaiserliche Staatsgewalt. Na schön. Wenn ihr kein Geld habt, bezahlt ihr mit eurem Leben. Ihr habt euch eine schlechte Zeit. Ich stehe auf eurer Seite. Haltet ihn auf. Ich zieh euch mit lebendigem Leib die Haut ab. Das ist euer Ende. Ihr habt keine Chance. Oh je. Seid ihr bereit, heute zu sterben? Huh?
von euch, gegen mich zu kämpfen. Na, hast du es gesehen? Okay, Fendal, wo bist du? Ah, Leute, war das wieder mal hart, ey. Aber was soll ich sagen, wir haben es geschafft. Fendal? Ja. Da bist du ja. Ah, und da liegt auch die letzte. Oh je. Also Leute, gut gelaufen, klasse. Ja, geil. Dann macht's gut. Ich würde sagen, nächste Folge sehen wir uns wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und ciao.